Now we're going to talk with three collectors. I have the pleasure first of introducing the two moderators of our third panel, Anke Blüm and Wolfgang Töner. Anke Blüm studied church music, German literature, and art history in Heidelberg and Berlin. From 2007 to 2009, she received a doctoral scholarship from the BTU Cottbus, where she received her PhD in 2011 for her study Entartete Baukunst zum Umgang mit dem neuen Bauen 1933 bis 1945, which won her the Theodor Fischer Prize 2014. From 2013 to 2016, she was project coordinator of the DFG research project Bewegte Netzwerke, or Bewegte Netze, Entschuldigung, Mobile Networks, Bauhaus members and their networks in the 1930s and 1940s at the BTU Cottbus and University of Erfurt. She's currently working as a research associate at the Bauhaus Museum of the Classic Stiftung Weimar. Here she curated, for example, the exhibition Paths from the Bauhaus, Gerhard Marx and his Circle of Friends in 2017, as well as the new permanent exhibition in the Haus am Horn in 2019. Please welcome Anke Blüm. And now to my colleague Wolfgang Töner, who studied German literature and art education. Since 1985, he's been a research associate at the Bauhaus Dessau Foundation and its precursor. He took over the management of the foundation's collection department in 2009. His research focuses on various areas of Bauhaus history and Bauhaus reception, especially in Eastern Germany from 1945 to 1990, and on architecture, functionalism, visual arts, and cultural history. He was also curator of numerous exhibitions on Bauhaus history, architecture, members, and as well as on contemporary artists. He's the editor and author of numerous books and essays. And lastly, I should mention that this panel discussion will be conducted in German. There is an English translation, however, available. So we will give you a moment before we start to get headsets in the back of the room. So everyone, don't feel shy. We have the translators and they'll be happy to translate for you. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht jetzt also auf Deutsch weiter. Wir wollen jetzt ins Gespräch kommen mit Sammlern und auch einem Kunsthändler in ganz besonderer Art. Wir waren ja bisher jetzt vor allem in Museen, in Sammlungen, im Forschungsbereich unterwegs, die natürlich damit auch zu tun haben, auch Museen sammeln, ja. Aber das ein Sammler zu sein, ist, glaube ich, nochmal etwas anderes. Ich hoffe, wir werden das jetzt auch in den Gesprächen hier erfahren. Wir haben hier vorne Herrn Fiedler, wir haben Herrn Frese, und wir haben Herrn Blechschmidt. Ich fange mal ganz kurz mit einer Biografie, kurzen Überblick von Herrn Fiedler, Ulrich Fiedler an. Er hat 1986, wenn ich richtig informiert bin, mit Katharina Evers seine Galerie in Köln gegründet. Die Besonderheit damals, eine der ersten oder vielleicht die erste, die klassisches Design der Moderne auf eine andere Art ausstellte und anders damit umging als Antiquitäten oder andere Läden. Ein großer Erfolg damals, Umzug nach Berlin, wenn ich richtig informiert bin, 2008. Mhm. Da auch dann den Ort gewechselt von Mitte jetzt in die Mommsenstraße und da wird dann das, was einen anderen Sammler oder auch ein Museum interessieren könnte, auf eine ganz besondere Art dann auch gezeigt, dazu vielleicht nachher im Gespräch. Ich will nur ganz kurz sagen, wir, damit meine ich jetzt die Stiftung Bauhaus Dessau, hat einen ganz besonderen Bezug schon seit Jahren, also auch zu Herrn Fiedler. Wir haben schon einiges gekauft bei Ihnen. Das über uns in unserer Ausstellung sind einige Objekte, die wir also bei Herrn Fiedler erworben haben. So viel vielleicht erstmal zu Herrn Fiedler. Dann möchte ich noch den Herrn
Frese vorstellen. Er ist gelernter Industriekaufmann für Druck und Papier. Und wenn ich richtig informiert bin, sind Sie vor allem durch Eckhard Neumann dazu gekommen, das Bauhaus, also eine Leidenschaft fürs Bauhaus zu entwickeln. Wenn es bei Herrn Fiedler, das ist nicht nur das Design, das ist ja auch also das Objektdesign, die Möbel, das sind ja auch andere Sachen, aber das ist schon sehr zentral. Bei Ihnen sind es die Drucksachen, die eine sehr zentrale Rolle einnehmen. Sie haben zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen zu sammeln, 1987, und Sie haben inzwischen also auch eine beachtliche Zahl an Ausstellungen, an denen Sie also als ein wichtiger Leihgeber zurzeit zum Beispiel in Mainz im Gutenberg-Museum also vertreten sind. Ja, Herr Blechschmidt wurde in Zwickau geboren und er hat noch eine dritte Variante, sich dem Sammeln zu nähern, nämlich von der künstlerischen Seite her. Er hat also in Halle Formgestaltung studiert, ist Diplom-Formgestalter und verdient heute auch sein Geld damit, hat ein Atelier für Typografie, Formgestaltung. Ja, und er hat in der DDR damals Tonet-Möbel entdeckt, die damals noch in den Cafés einfach so herumstanden. Und da konnte man natürlich heutzutage paradiesische Zustände vorfinden und sich dem Sammeln eben relativ einfach nähern. Und er sammelt aber auch andere Dinge, historische Modellbögen, Spielzeug, also eine sehr reichhaltige Sammlung. Und wie man jetzt vielleicht hier schon unschwer erkennen kann, er hat auch sein Herz für Marianne Brandt entdeckt. Er wohnt jetzt in Gotha seit langen Jahren und darüber werden wir dann später auch gleich noch sprechen. Ja, ich möchte dann die erste Frage wieder an Herrn Fiedler richten. Sie sind ja also jetzt nicht nur Sammler, sondern Sie sind ja auch ein Kunsthändler. Sie leben auch auf eine besondere Art mit diesen Objekten. Also das Handeln ist eigentlich so entstanden, dass ich mir einfach das nicht leisten konnte, die Objekte, die ich gefunden habe, zu behalten. Das ist ganz einfach so. Es gab nicht die finanziellen Ressourcen, einfach nur zu sammeln. Das fing schon bestimmt 10 Jahre vorher an, bevor wir die Galerie gegründet haben. Und wie ich gerade höre, bei mir war auch der erste Impuls das Sammeln von Tonet-Möbeln. Das ist ganz interessante Parallele, die ich da jetzt gerade höre. Und dann gab es die erste Bekanntschaft zum Beispiel mit dem größten Sammler für Tonet-Möbeln, Herrn von Fee gesagt, der dann später Direktor am Vitra Design Museum war, wo sich das denn so weiterentwickelt hat. Und dann ging es halt weiter zu den Stahlrohrmöbeln. Das war damals Material, was man eigentlich überhaupt nicht verkaufen konnte. Im Endeffekt war es fast so, man rettete die Sachen vor ihrer Zerstörung, weil die wurden ja nicht angesehen als Antiquitäten oder als irgendwas, was von größerem Wert ist. Ich muss sagen, meinen ersten Stahlrohrstuhl in Mies van der Rohe übrigens, den habe ich aus dem Container gezogen. Das ist so. Also man hat sie plötzlich aus dem Kontext, wo die Möbel einfach bis zu Ende konsumiert wurden, herausgerissen und hat sie gerettet und sie dann museal ausgestellt. Und unsere Kunden waren eigentlich nie Leute, die sich einrichteten. Es waren immer Leute, die erstmal die Stücke haben wollten, um sie ihre Sammlung einzugliedern und diese Benutzbarkeit, die dann auch oft sehr eingeschränkt war in diesem Originalzustand, in dem man die Sachen halt gefunden hat, war erst sekundär. Haben Sie da auch schon angefangen, sich, natürlich, wenn man sie vom Müll zieht, kann man es nicht mehr schlecht rekonstruieren, aber die Wege, die die Objekte vielleicht schon vorher gegangen sind, herauszubekommen? Ja, sagen wir mal, die Bauhausinstitutionen haben es da viel einfacher gehabt, weil sie haben ja noch Kontakt zu den Originalbesitzern. Als wir anfingen, waren die Sachen alle schon in zweiter oder dritter Hand. Und niemand hat je sich drum geschert, irgendwelche Besitzerwechsel zu dokumentieren. Das war einfach nie... Es gab nicht diese Beachtung dafür wie für Kunst, das waren ganz einfach Gebrauchsobjekte für ganz, ganz viele Vorbesitzer, wo wir die Sachen her haben. Da finden Sie sowas auf dem Flohmarkt, da fragen Sie vielleicht mal, wo haben Sie das denn her? Ja, vor 20 Jahren hat das der und der weggeschmissen, dann habe ich mir das genommen oder so. Provenienzen wurden nicht dokumentiert, das ist einfach so. Wenn Sie jetzt
Bei uns, wir haben natürlich auch Recherchen gemacht und haben dann zum Beispiel Einrichtungen ausfindig gemacht. Also durch unsere, gab mal eine ganz gewichtige Sache, war aus dem Nachlass von Florence Henry, haben wir ihre komplette Starre-Mobiliar von Marcel Breuer gefunden, eine Lampe von Wagenfeld und andere Stücke. Reiner Zufall, bei einer Fotografiegalerie fand ich ein Stück und die sagten, ja, das gehörte der Florence Henry. Und dann haben wir alle anderen Stücke im Laufe von mehreren Jahren alle recherchiert, wo die geblieben sind. Und dann wissen wir natürlich, wo es herkommt. Aber wenn ein Stück einfach so aufpoppt auf dem Flohmarkt oder in der Auktion, wo auch nie herausgegeben wird, wer ist der Einlieferer, haben Sie keine Chance, da Geschichten zu erzählen, was ich immer gerne machen würde. Ich habe aber jetzt rausgehört, dass Sie natürlich Ihr Herz auch, Sie mit den Objekten gelebt haben, dann natürlich auch eine besondere Beziehung dazu haben. Fällt es Ihnen manchmal schwer, die dann zu verkaufen? Verfolgen Sie den Weg dann vielleicht auch später bei den privaten Sammlern? Also wir verkaufen fast 80% in Institutionen. Es gibt ein paar private Sammler, die wirklich engagiert auch sammeln. Also ich muss jetzt sagen, wir haben eine ziemlich große Bauhaussammlung in dem Laufe der Zeit angehäuft, sage ich. Und wir arbeiten nicht nur mit Bauhaus, wir arbeiten mit dem gesamten Design des 20. Jahrhunderts. Und manche Stücke haben wir 20 Jahre und länger. Wir haben ein Drittel unseres 200-Seiten-Katalogs fast verkauft jetzt in diesem Bauhausjahr. Und das macht mir Angst. Das geht an die Substanz unserer Sammlung, weil eigentlich ich immer eine gewisse Anzahl von Stücken anbieten will und zeigen will in der Galerie. Und also es hört sich komisch an, weil alle Leute denken, das muss ja, ich muss mich jetzt freuen über diese ganzen Verkäufe. Also je mehr es wird, desto mehr macht es mir ein bisschen Sorgen. Weil man kann es nicht ersetzen ganz oft. Das allein durch unsere Ankäufe, also der Stiftung Bauhaus-Dessau, weiß ich, dass Sie nicht nur Design haben, sondern auch Fotografie, Kataloge, viele andere Dinge. Haben Sie da jetzt auch schon einen Schwerpunkt vielleicht, der sich jetzt verlagert, weg von den Möbeln? Oder bleibt das dem Zufall letztendlich, den Möglichkeiten rein überlassen? Also das, ich muss schon sagen, dass das Möbeldesign so ein Schwerpunkt ist, also für mein Favorit mit ist. Aber trotzdem habe ich in den letzten Jahren auch mehr und mehr mein Herz für Keramik. Metallwerkstatt war immer so ein Thema für mich, also Metallarbeiten. Aber es gibt auch mehr, es gibt Dokumente, es gibt Grafikdesign, Fotografie. Bin da ganz offen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Sammler, Klaus Blechschmidt. Vor 3 Jahren habe ich eine Führung in unserer Ausstellung gegeben, Gerhard Marx und sein Freundeskreis. Und zum Schluss kam ich mit einem Herrn ins Gespräch, ganz interessiert über die Sintrax-Kaffeemaschine. Und er stellte sich eben als Herr Blechschmidt heraus. Und die Sintrax-Kaffeemaschine ist auch mittlerweile als Dauerleihgabe bei uns im Museum. Ja, also insofern handelt es sich jetzt auch um langjährige Beziehungen, auch natürlich mit den anderen beiden, mit Herrn Frese und Herrn Fiedler. Das sind wichtige Partner für unsere Museen, vertrauensvolle Partner, und man hilft sich auch gerne mal mit irgendwelchen Forschungsfragen, und ja, und da hoffen wir natürlich, dass das auch noch lange so besteht. Ja, Herr Blechschmidt ist jetzt im Moment auch gerade Kurator einer Ausstellung in Gotha im Kunstforum, nämlich zu Marianne Brandt und ihrer Zeit, als sie für die Ruppel-Werke in Gotha arbeitete. Sie war dort in der Industrie beschäftigt und hat geholfen, Produkte zu verbessern im Sinne des Bauhauses, was sie dort gelernt hat. Also eigentlich das, was Walter Gropius im Kopf hatte mit seiner Ausbildung für das Bauhaus. Ob das dann so gewollt war von den Kunden, das ist wieder die andere Frage. Aber jedenfalls hat sie mehr Entwürfe für Ruppel gemacht, als jetzt aus der Bauhauszeit bekannt sind. Und deswegen ist es ja interessant, diese Ausstellung zu sehen. Und ja, wir haben heute Morgen schon gehört von diesen MoMA-Werken von Marianne Brandt. Sie hatte nur noch diese 3 Stück als Muster. Warum hatte sie denn überhaupt diese 3 Muster noch? Schon das war eigentlich gar nicht selbstverständlich. Und da haben Sie auch ein Schreiben gefunden, das mehr darüber erzählt. Ja, und insofern schließt sich der Kreis von den 3
Herren, die hier eingeladen worden sind. Wir haben also in unserer Ausstellung vom Herrn Frese, Herr Frese ist, da kann er dann selber noch ein bisschen erzählen, im Besitz von einigen Sachen aus dem privaten Nachlass von Marianne Brandt aus ihrer Gothaer Zeit, richtig geschrieben, dass es aus ihrer Gothaer Zeit ist. Und da gibt es ein Dokument, da wird Marianne Brandt aufgefordert, doch ein paar Sachen anzukreuzen auf einer Liste, die im Bauhaus nicht mehr gebraucht werden und die könnte man nach Gotha schicken. Herr Frese hat Hannes Meyer schreibt. Hannes Meyer schreibt nach Gotha in die Kaiserstraße 13a an Marianne Brandt. Bitte kauf mal die Sachen zum Vorzugspreis, sonst sind sie weg. Wir brauchen sie nicht mehr. Und wir zwei haben uns vorhin angeschaut und Herr Frese kennt ja seine Liste auch. Und ich würde jetzt mal an Herrn Frese weitergeben. Wir vermuten nämlich, dass die Sachen, die nach Gotha geliefert worden sind, ich habe es gut in Erinnerung, es waren zwei Schalen, ein Teekännchen und ich glaube ein Aschenbecher unter anderem. Das ist nach Gotha gegangen und vielleicht, Herr Frese, können es die Objekte sein, die dann nach Amerika gegangen sind. Kann ich leider nicht sagen. Ist das Wort schon bei mir? Nein. Also ich weiß es nicht. Ja. Aber zumindest die Sachen, die wir heute auf diesem Schreiben gesehen haben von Herrn Stierli, das sind die Sachen, die auf alle Fälle mit bei dieser angekreuzten Liste dabei waren. Da müssen wir weiter forschen. Ja. Ja, Sie haben hier auch Objekte mitgebracht. Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, wie Sie an diese Objekte gekommen sind, was also interessant an der Provenienz ist und wie Sie sie heute beurteilen. Also die ganze Geschichte Marianne Brandt und Gotha begann vor ungefähr 13 Jahren. Es war ein verregneter Samstagnachmittag und ich habe die Sendung Kunst und Krempel angeschaut mit meiner Frau und dort wurde ein Serviettenständer gezeigt. Dachte ich, ach interessant, und es wurde dort gesagt, gestaltet von Marianne Brandt in Gotha, in unserer Heimatstadt. Und ich wusste vor 13 Jahren noch nicht, dass Marianne Brandt in Gotha war, aber da war das Entdeckerfieber geweckt. Und von da an haben wir die letzten Jahre eigentlich fast nichts anderes gemacht und haben gesucht, geforscht und sind also in der glücklichen Lage, gleich ein Jahr danach, nach unseren intensiven Recherchen in Gotha, die Originalmusterbücher von den Ruppelbergen mit den Objekten von Marianne Brandt entdeckt zu haben. Eins davon liegt hier, eins ist jetzt in der Gothaer Ausstellung. Und anhand dieser Sachen haben wir angefangen, Stück für Stück, was wir im Internet gesehen haben, was wir in Auktionshäusern gesehen haben, näher zu betrachten. Und ich halte hier mal ein Bild hoch. Und jetzt kommt die eigentliche Krux. Dieser Buchstütze in Form einer Eule zählt heute immer noch zu den meistverkauftesten Ruppelobjekten und es steht immer wieder, egal ob Internetauktion oder Auktionshaus, Entwurf Marianne Brandt darunter. Und da ich ja selber Formgestalter bin und ich mich so geärgert habe, wie man so leichtgläubig Marianne Brandt hier drunter schreiben kann, habe ich angefangen zu recherchieren, Marianne Brandt zu verstehen in ihrer Formsprache. Und ich denke, wir sind jetzt so weit, dass wir, ich würde sagen, so 70% von allen jemals in Gotha hergestellten Produkten, das sind weit über 100, 200, 300 verschiedene Produkte, man kann das in diesen Büchern sehen, Marianne Brandt direkt zuordnen kann, Marianne Brandt peripher zuordnen kann oder genau titulieren kann, das war nie in ihrer gestalterischen Hand. Und das waren so die Ergebnisse der letzten 12 Jahre. Und das zeigen wir jetzt erstmalig in Gotha in der breiten Öffentlichkeit. Ja, Sie restaurieren ja auch selbst. Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Restaurierung geändert über den Lauf der Jahre? Daran sieht man ja auch Provenienz, Patina, Benutzung. Also radikal hat sich's geändert. Radikal, wir haben ja eben gehört, ich habe vor 35 Jahren, noch länger her, angefangen, Tonnetmöbel oder Buchholzmöbel aus Kneipenböden rauszuziehen. Und da habe ich meine ersten richtigen großen Fehler gemacht, was die Restaurierung betrifft, also auseinandergeschraubt, quer zur Faserrichtung abgeschliffen, wusste ja keiner. Ich habe es also kaputt restauriert. So im Laufe der Jahre wird man sensibler, lernt Experten kennen und
less is more, weniger ist mehr, ist im Prinzip das Prinzip, was ich auch anwende. Und wenn wir heutzutage ein wunderschönes, von Marianne Brandt gestaltetes Objekt finden aus den Ruppelwerken, dann wird das im Prinzip nur gereinigt. Es wird nur gereinigt, es wird keinerlei farbliche Restaurierung gemacht. Es bleibt dann in dem Gebrauchszustand, wie es mal war. Aber der grobe Dreck muss runter. Ja. Ja, dann kommen wir noch mal jetzt zu Herrn Frese. Was waren denn die ersten Objekte, die Sie erworben haben? Das war in der Galerie Nierndorf bei Florian Karsch, der damaligen Galeristen, eine Lithografie von Johannes Itten aus einer Mappe von 1919. Das war so ein kleiner Impuls für mich. Unmittelbar danach habe ich den Autor von dem Buch Bauhaus und Bauhäusler, Eckhard Neumann, kennengelernt, mit dem ich eine 15 Jahre lange Bekanntschaft pflegte. Wir hatten uns bei unserem ersten Kontakt per Telefon, hatte ich ein paar Fragen parat. Er sagte nur ganz simpel, ist zu viel, kann ich nie beantworten, müssen Sie mal vorbeikommen. So haben wir uns kennengelernt und jeden Dienstag, das ging 15 Jahre lang pro Monat, hatten wir uns verabredet um 14 Uhr. Ich hatte immer ein paar Geldscheine dabei, denn peu à peu merkte ich, Neumann war bereit, das ein oder andere zu verkaufen. Sein Studio, so nannte er es, war voll mit Materialien. Ich wusste manchmal gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Die Wände voll, die Regale voll, unterm Schrank, unterm Teppich, unterm Bett. Ich habe tolle Sachen gefunden und wie gesagt, fast immer bin ich mit Beute von dann gezogen. Jeder Sammler hat natürlich so ein paar Schwerpunkte. Neumann hat mir sehr viel vermittelt. Er war gut bekannt mit Herbert Bayer, mit Walter Gropius, mit Josef Albers. All die Briefe, die er mit diesen drei Bauhäuslern pflegte, habe ich heute. Es sind spannende Briefe dabei. Neumann hatte alles aufgehoben und vieles auch zum Buch verwendet. Sie können vorne im Bookshop die zweite Auflage, unser Bauhaus, Our Bauhaus, im Pressel Verlag vor einem halben Jahr erschienen. Das ist die überarbeitete zweite Auflage dieses Buches, auch erwerben. Mein zweiter Schwerpunkt, das ist der Kontakt zur Galerie am Sachsenplatz. Ich habe die Galeristin Gisela Schulz kennengelernt vor 25 Jahren. Wir waren uns sympathisch und so bin ich viele Male nach Leipzig und was ich dort gefunden habe, das haben Sie, Herr Töner, damals nicht gekauft. Das habe ich meist auch irgendwie mitnehmen können. Das war auch in vielen Besuchen der Fall. Unter anderem hatte Schulz, als Marianne Brandt, der Name ist ja schon oft gefallen, im Pflegeheim war, die Order von Marianne Brandt bekommen, die Wohnung aufzulösen. Marianne Brandt ging 77 ins Pflegeheim, sie starb 83. In all diesen Jahren hat Schulz mehrfach versucht, diese Wohnung aufzulösen, die chaotisch wohl eingerichtet war. Frau Brandt hat alles aufgehoben. Alles heißt auch viele, viele Zeitungen, in denen auch Kunstwerke versteckt waren. Da gibt es eine ganz berühmte Geschichte. Durch einen Heizlüfter sind die Zeitungsballen qualmten. Die Schulzen kamen dazu und haben die Zeitungsballen alle aus dem zweiten Stock runtergeworfen und mit einer Gießkanne besprüht, damit nicht noch mehr passiert. Und ein dieser Zeitungsballen war ein Aquarell von Molly Notch. Das haben Sie heute. Das ist auch in unserem Katalog abgebildet. Ja. Das ist tatsächlich gerettet worden und es hat dann später die Galerie dem Bauhaus Dessau verkauft. Unter anderem habe ich also von Marianne Brandt vieles dort gefunden, den gesamten Briefverkehr an Sie, auch einen Teil Ihrer Wohnungseinrichtung habe ich heute und auch natürlich viele Entwurfszeichnungen. Das motiviert natürlich und eine
eine dritte Spur habe ich auch noch. Ich habe in Berlin gelernt, in der Firma Fabriknorm. Diese Firma war gegründet worden von Dr. Walter Porstmann. Walter Porstmann war Student bei Wilhelm Ostwald und hat seine Idee überarbeitet in dem Buch Normenlehre 1917 publiziert. Aus diesem Studium heraus hat Porstmann das deutsche Industrienormpapierformat entwickelt, was Sie heute alle benutzen, was heute in allen Ländern dieser Welt außer Kanada und USA benutzt wird. Porstmann hat auch die Kleinschreibung, er nannte es Einschrift, in Deutschland durchsetzen wollen. Ich habe den Nachlass dann durchgesehen, in Hunderten und Aberhunderten von Briefen versucht, die großen Firmen in Deutschland von seiner Idee zu überzeugen. Das ist teilweise gelungen, teilweise nicht. Aber einen hat er auf jeden Fall überzeugt, das war Herbert Bayer, Jungmeister damals am Bauhaus in Weimar. Er hat das zweite Buch, was Porstmann rausgab, Sprache und Schrift 1920, zum Anlass genommen, hat Kontakt aufgenommen zu Porstmann und hat 25 nach dem Umzug von Weimar nach Dessau das deutsche Normformat, so hieß es jetzt, eingeführt. Dazu auch die Kleinschreibung. Ja, das kann man auch zum Teil bei uns in der Ausstellung hier oben sehen. Da sind ist die Bauerszeitschrift auch, wo zum ersten Mal die auf einem A4-Umschlag alle kleineren DIN-Formate und das Prinzip dahinter erläutert wird. Und wer mal hinguckt auf einigen Briefen, da steht dann auch mal drunter, warum am Bauhaus alles klein geschrieben wurde. Also der Kontakt zu Porstmann spielte eine große Rolle. Um nochmal auf das Sammeln jetzt von typografischen Sachen zurückzukommen. Ein Briefmarkensammler unterscheidet ja auch mal zwischen postfrisch und gestempelt. Sie sammeln ja sicher auch postfrisch, also unbenutzte Briefbögen und so, aber ich denke mal, genauso interessant oder vielleicht sogar noch interessanter sind also auch die Briefbögen, wo dann mit der Schreibmaschine oder im Idealfall auch noch mit einem Füllhalter, vielleicht manchmal auch mit einem Bleistift, was raufgeschrieben wurde. Sie haben also auch sicher auch ganze Briefwechsel da inzwischen gesammelt. Ist das auch ein Schwerpunkt? Also ich habe eigentlich fast alle Drucksachen, die jemals am Bauhaus benutzt wurden, von 1919 bis zum bitteren Ende 1933. Ich sammle alle Formulare, jeden Schnipsel, Eintrittskarten, was alles jemals gedruckt wurde. Ja, natürlich habe ich auch viele Texte per Schreibmaschine, per Hand, aus den verschiedensten, von Gropius, von Hannes Meyer, auch von Mies van der Rohe, an verschiedene Schüler. Bin ganz stolz, ich habe das Bauhaus-Diplom an einen Schüler von Oskar Schlemmer, der Roman Clemens, werden Sie vielleicht mal gehört haben. Gebürtiger Dessauer. Ja, genau. Er ist später in die Schweiz gegangen, nach Zürich, wurde dort Bühnenbildner, hat er hier auch schon gehabt als junger Mann. Am Dessauer. War hier gegenüber, war das genau, Theater. Genau, am Dessauer Theater war er 20 Jahre alt. Und ich habe auch einen Teil deines Nachlass erwerben können. Unter anderem das Bauhaus-Diplom, unterschrieben von Mies van der Rohe, Paul Klee und Kandinsky. Er war, das schrieb Oskar Schlemmer in seinem Zeugnis, der beste Masken-Pappmaché-Künstler, den er je hatte. Also er hat auch Masken für Schlemmer gemacht. Ja, es gibt ein Foto von Lux Feininger, das ist auch mit einer Maske auf dem Dach vom Bauhaus Dessau, habe ich auch heute. Das bestätigt das nochmal, er zeigt die ganz stolz in die Kamera. Goethe wird das Wort zugeschrieben, der Satz, Sammler sind glückliche Menschen. Ich nehme an, dass wir also drei glückliche Menschen haben. Wann sind Sie denn am glücklichsten? Ich denke sicher auch dann, wenn Sie das nicht nur im stillen Kämmerlein für sich betrachten, wir haben es ja schon erwähnt, sondern vielleicht auch mal als Leihgabe in eine Ausstellung geben. Wann sind Sie denn am glücklichsten, Herr Fiedler, mit Ihrer Sammlung oder Teilen Ihrer Sammlung? Also mir macht das schon sehr viel Spaß, eine Ausstellung zu inszenieren. Und das ist halt eigentlich schon, weil Sie haben das ja eben schon erwähnt, dass unsere Galerie
sehr früh die Sachen sehr ungewöhnlich gezeigt hat. Also wir haben sie aus diesem Kontext von, sag mal, Antiquitäten oder sagen wir auch Briefmarken sammeln oder was weiß ich was rausgenommen und haben sie nicht mehr als Gebrauchsgegenstände gezeigt, sondern wir haben sie irgendwo schon mit sehr viel Raum vor allen Dingen. Ich kann mich erinnern, unsere erste Ausstellung, 100 Quadratmeter, 10 Objekte. Da kam in Köln, da gab es mehrere Antiquitätenläden in diesem Bereich, die kann mal gucken und sagen, ach, du bist ja noch nicht fertig, da kommen wir dann mal morgen nochmal wieder oder so. Und die Ausstellung war komplett fertig und wir haben sie an einem Abend komplett verkauft. Das war nicht auch noch ein toller Erfolg. Und ja, das in Szene setzen der Objekte ist für mich eigentlich das Größte und das Interessanteste an dem ganzen Beruf. Also ich bin auf Messen, ja, also wir haben es gerade eingestellt, aber ich habe mich zusammen mit dem Architekten eigentlich sehr lange mit der Gestaltung der Messestände immer beschäftigt und sind, glaube ich, immer ganz gut geworden und haben auch viel transportiert an Informationen und auch viel dazu beigetragen, dass Leute Sachen gekauft haben auch, muss ich sagen. Also das macht mich eigentlich am zufriedensten, wenn die Sachen in einem richtigen Licht, im richtigen Kontext gezeigt sind. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir einige Arbeiten noch von Ihnen hier zeigen. Sind Sie da auch glücklich, wenn Sie da durchgehen? Also ich muss sagen, ich finde das Konzept der Ausstellung sehr gut. Ich habe nur ein Problem, das ist orange. Das habe ich heute schon mal gehört. Ansonsten finde ich es wirklich ein ganz gelungenes Konzept, aber es wird als sehr vielen Objekten nicht gerecht. Manche funktionieren, muss ich zugeben, aber nicht alle. Ja, Herr Frese, wann sind Sie denn am glücklichsten, wenn Sie sammeln? Wenn ich wieder mal irgendwas entdeckt habe, ich habe natürlich auch viel auf Auktionen gekauft, immer wieder mal dies und jenes geschaut. Ich habe versucht, ich habe sehr viele auch druckgrafische Arbeiten aus der Weimarer Zeit und ja, so ist peu à peu ein Künstler immer mehr geworden, das war oder ist Lionel Feininger. Dabei sind auch Arbeiten da, die mal deutschen Museen gehört haben. Ich muss Ihnen leider sagen, ich habe auch ein paar Arbeiten, die mal in Kunstsammlung Weimar gehört haben, die den Stempel auf der Rückseite haben und darunter eine NS-Inventurnummer. Sie sind also in der Aktion Entartete Kunst mal ihrer Stadt genommen worden. Haben Sie das Ute Ackermann schon gesagt, meiner Kollegin? Ich glaube, die weiß es nicht. Also vielen Dank für diese Neuigkeit. Ja. Ja, Herr Blechschmidt, Sie hatten am Wochenende auch wieder Sammlerglück, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist richtig. Am Wochenende hat das Sammlerglück wieder zugeschlagen. Und ich wollte eigentlich dazu sagen, zur Frage, Sammler sind glückliche Menschen, das stimmt nicht allein. Es gehört eine ganz gehörige Portion Jagdfieber oder Jagdinstinkt dazu. Das Glück des Sammlers alleine würde sonst nicht funktionieren. Und der Jagdinstinkt, der entwickelt sich im Laufe der Jahre. Und wenn man so lange diese Bücher und Kataloge und Originaldokumente anguckt, wie jetzt mein Spezialgebiet Ruppel und Marianne Brandt, dann prägt sich das ein, dann hat man so einen sogenannten Scannerblick. Und wenn man dann in einem alten Haus ist oder auf dem Flohmarkt oder wo auch immer, wie jetzt am Wochenende, dann greife ich einfach nur in eine Kiste rein, weil ich so ein ganz kleines Stück roten Griff gesehen habe und greife rein und ziehe am Wochenende jetzt diesen wunderschönen Kerzenständer heraus. Der Ursprungsentwurf, das ist auch ein bisschen so mein Sorgenkind, vielleicht kann man das hier mal sagen. Der Ursprungsentwurf geht möglicherweise gar nicht auf Marianne Brandt zurück, aber es ist nämlich gestempelt mit GMF. GMF war die Nachfolgefirma von Ruppel 1937, als die Firma arisiert worden ist. Aber es gibt diesen Kerzenständer in diesen Musterbüchern, auch in den 5 Farben, die Marianne Brandt zu ihrer Zeit für Ruppel festgelegt hat. Also schwarz, neurot, Elfenbein, gelb und dieses helle Grün,
was auch bekannt ist, dieses. Und dieser Kerzenständer war ursprünglich in hellgrün lackiert. Man sieht das auf der Unterseite und ist dann wahrscheinlich, weil es relativ lange und gut verkauft worden ist, durch die Gotha Metallwarenfabrik in diesen neuen Farbton lackiert worden. Und ich denke auch, dass der Griff von Marianne Brandt stammt, aber die Messingprägeteile gab es auch schon viele Jahre vorher. Das zeigt auch so ein bisschen die Arbeitsweise von Brandt. Sie hat nicht alles komplett neu gemacht. Sie hat sich angeschaut, was ist da, was kann ich überarbeiten. Man sieht das auch hier vorne an der Galerie ganz schön. Diese Kugelbar, die ja überall bekannt ist und in den Museen der Welt stehen, die gab es also schon vor ihrer Zeit und wurde als Gewichtheberkugel für den englischen Markt angeboten. Und sie hat sie entkitscht, schön gemacht, vernickelt, schwarz, und schon war es ein Brandt-Ruppel-Entwurf. Und das ist eigentlich das Glück, mein Glück beim Sammeln, dass ich das mittlerweile erkenne. Dass ich das erkenne anhand der vielen Jahre, die ich die Bilder studiert habe und im Kopf habe und natürlich aus meinem Wissen selber als Formgestalter, wie hat die Frau getickt. Und das macht mich glücklich und ich freue mich in dem Zusammenhang auch, muss ich gleich mal erwähnen, die schönsten Objekte, die mit jetzt in der Gotha-Ausstellung stehen, kommen vom Herrn Fiedler und die tollsten Dokumente kommen vom Herrn Fräser. Also auch das macht einem glücklich, weil wir kennen uns schon, Herr Fräser, wir kennen uns schon 12 Jahre, Herr Fiedler wieder 2, 3 Jahre. Und das macht einen stolz und glücklich, wenn wir sagen, wir haben da in Gotha was vor und in der Thüringer Provinz und sofort kommt das Jahr, wir bestücken das mit. Das macht Spaß. Ja, Herr Fräse, Sie haben gerade eine hochinteressante Provenienz natürlich offengelegt. Herr Fiedler, Sie haben auch schon gesagt, Provenienz ist immer wichtiger geworden über die Jahre. Und deswegen wollte ich Sie auch noch fragen, wie hat sich für Sie persönlich Ihr Blick auf die Provenienzen geändert? Sind Sie auch schon komischen Provenienzen begegnet, denen Sie nicht so getraut haben? Und wie, denken Sie, hat sich allgemein das Verhältnis zur Provenienz geändert? Also das ist immer mehr ein Thema geworden heutzutage, obwohl ich es immer schon wahnsinnig interessant fand, die Geschichte zu einem Objekt zu kennen. Und ich sagte gerade, wenn man so nah noch an den Designern war, wie die erste Generation der Sammler oder auch die frühen Museen, dann war das ja alles kein Problem. Die Sachen sind aus erster Hand in die Sammlungen gekommen. Aber wenn man sich jetzt so Material herumschlägt, sage ich schon mal, wo das denn so, wie der Herr gerade sagt, aus der Kiste am Flohmarkt kommt, ganz, so ist es ganz oft, ne? Dann haben sie keine Chance mehr, da irgendwie was zu finden. Also ich meine, es ist auch sogar für den Wert eines Objekts immer besser, wenn da eine Story dahinter steht. Das ist für ganz, ganz viele Sammler, auch für ganz viele Museen viel interessanter, wenn unter Umständen sogar prominente Künstler oder andere, meistens waren es ja Kulturschaffende, die solche Objekte besaßen. Das war ja nie so, dass es einen Bauhausstil gab oder so. Das war ja wirklich so eine kleine Avantgarde, die sich so eingerichtet hat. Und die Stücke sind dann, also ich glaube nicht, dass es in dem Bereich also Nazi-Enteignungen gab, weil diese Leute haben in diesen Stücken keinen Wert gesehen. Sie haben es vielleicht in Bildern gesehen, sie haben es vielleicht noch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Marianne Brandt Metallobjekt irgendein Interesse für die hatte. Oder ein Starrohrmöbel wie so ein Höcker schon hier vorne oder so. Das ist da. Ich werde es ganz oft gefragt, vor allem von amerikanischen Museen. Wissen Sie, hatte das jüdische Provenienz oder so? Und wenn es auch hatte, also es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit nie geraubt worden. Weil genau diese Leute in solchen Stücken keinerlei Wert sahen. Die haben nie damit gerechnet, dass das jetzt mal zum kulturellen Erbe Deutschlands gehört oder so. Das haben sie sich niemals vorstellen können. Deswegen halte ich das, dass dieses Problem ist in diesem Markt, also mit solchen Objekten, glaube ich, sehr, sehr klein. Aber denn, so, wenn es um den bildende Kunst geht, ist natürlich direkt was ganz anderes. Ja, wahrscheinlich muss man auch im Prinzip machen wir das ja, die Museen mit den Katalogen, so ein Katalog-Raisonné, was heißt also, wo alle Vorbesitzer drinstehen, auch im Idealfall alle Literatur drinsteht, wo genau dieses Objekt drin mal besprochen wurde und alle anderen Erwähnungen, also das ist schon dann eine Sache, die den Gegenstand auch natürlich interessanter macht. Ich habe mal noch eine andere Frage an Sie, Herr Fiedler.
Gibt es auch Fälle, dass dann Sammler, andere Sammler auf Sie kommen und Sie bitten, dann ein Stück mal auszustellen und dann vielleicht auch einen Käufer dafür zu finden oder ein Museum oder... Sicherlich gibt es auch solche Fälle, dass also ich muss im Moment sagen, dass unsere Haupteinkaufsquelle unsere alten Kunden sind, weil die Stücke kommen nicht mehr so, wie es mal vor 20, 30 Jahren war auf dem Markt. Und was wir jetzt machen, diese Generation von Sammlern, und zum Glück haben wir nicht alles an Museen verkauft, muss ich jetzt mal sagen. Sie werden immer älter, die ziehen in kleinere Wohnungen oder Häuser und kommen auf uns zu oder ich komme auf sie zu und sage, kann man das eventuell zurückerwerben? Also das ist im Moment so, dass es eine unserer Hauptquellen ist, dass wir wieder recherchieren, was ist aus dem Stück geworden, was wir vor 25 Jahren da und dahin verkauft haben. Also das ist ganz wichtig. Und ich nehme natürlich auch Stücke zum Weiterverkauf, aber in der Regel versuche ich die Sachen direkt zu kaufen, die wir im Bestand haben. Herr Frese, Sie hatten mir eine interessante Geschichte erzählt. Sie sind ja in Berlin aufgewachsen und Sie haben dann auch die 50er Jahre erlebt. Also Berlin, das ja also auch viele bildungsbürgerliche und auch wohlhabende Haushalte hatte, muss man ja sagen. Es gibt einige Soziologen, von einem habe ich mal gehört, ja, das Großbürgertum, das Bildungsbürgertum gibt es in Deutschland nicht mehr. Das ist 1945 in den Großstädten in Rauch aufgegangen und mit ihnen der ganze Besitz in anderen Städten, wo so der Krieg nicht in dieser brutalen Form drüber weggegangen ist, was weiß ich, London, Paris, sieht das sicher anders aus. Sie haben in den 50er Jahren noch erlebt, gerade also Antiquitätenhandel, Sie haben erzählt, im amerikanischen Sektor, da ist sicher ganz viel, sicher noch nicht oder vielleicht auch Bauhaus weggegangen. Also ich habe damals natürlich keine Ahnung von Bauhaus gehabt. Ich bin aufgewachsen in der größten Antiquitätenstraße Berlins, die es damals gab. Gott, ich war jetzt ein kleiner Junge. Die Amerikaner kamen, das ist die Keithstraße in Berlin. Die geht ab von der Kleiststraße zur Kurvenstraße, war in jedem Haus ein Antiquitätengeschäft. Da kamen die Amerikaner mit ihren Uniformen und haben gekauft. Also ich würde mal sagen, Bauhaus war da so gut wie nichts dabei. Kann ich mir vorstellen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde noch etwas sagen, zum nochmal zu Walter Porstmann. Die Schwiegertochter von Walter Porstmann, der ging es nicht gut und sie rief mich eines Tages an, ob ich nicht nochmal nach Berlin kommen könnte, die ganze Sammlung, die ganzen Unterlagen durchsehen. Und ich habe dann, sie ist in ein Krankenhaus gekommen, die kam nicht mehr raus, sie ist dort gestorben. Sie hat da schriftlich niedergelegt, den gesamten Nachlass von Walter Porstmann durchgesehen. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, das DIN A4-Format wurde 1941 Reichsnormformat. Das war die größte Auszeichnung, die es bei den Nazis gab. Da war er ganz stolz drauf. Also die Kleinschreibung wurde von der Stadtverwaltung Dessau im Herbst 1932 verboten. Aber das DIN A-Format, das wurde von den Nazis sehr gepflegt. Also, ja, ich habe also in diesem Haus unendlich viel Material gefunden, auch bauhausmäßig. Walter Porstmann hatte Kontakte zu Hannes Meyer und zu einigen Studenten, die, mit denen Walter Porstmann jahrelang Kontakt hatte. Er hat ihnen per Ratschlag immer wieder dies und jenes mitgeteilt. Irgendwann habe ich einen Brief gesehen, lieber Herr Porstmann, unsere Buchführung ist etwas durcheinander gekommen, können Sie nicht mal kommen? Und das ist ein Brief von 1930. Und so muss er hier nach Dessau gekommen sein und hat wohl, es gibt noch ein Gedankeschreiben, hier einiges Ratschläge oder einiges verändert. In diesem Jahr, das müsste Peter Bernhard viel besser wissen, hat auch Porstmann hier einen Vortrag gehalten, so zum Thema Normenlehre oder sowas in der Richtung, ne? So viel ich weiß. Ja, also mein Kollege, unser Kollege Peter Bernhard weiß das wirklich besser, aber ich weiß, dass er hier Vorträge gehalten hat. Er gehörte mit so dem, was
Peter Bernhard gerne den zweiten Lehrkörper am Bauhaus nannte. Ich möchte nochmal zur Normierung zurückkommen. Also das Normieren spielte natürlich eine große Rolle am Bauhaus und es ist eine andere, ja, traurige Tatsache, wie kann man es ja auch nennen, dass ein anderer Normierer jetzt in einem anderen Bereich in der Architektur, ne, also Ernst Neufert, natürlich auch aus dem Bauhaus hervorgegangen ist und die große Bauordnungslehre Anfang der 40er Jahre also verfasst hat. Ich komme hier mal zu Architektennachlässen, das interessiert Sie jetzt weniger. Also haben Sie auch, wenn Sie eine Architekturzeichnung mal sehen würden oder einen Nachlass von Architekten, wäre das bei Ihnen von Interesse oder ist das dann zu weit ab? Das ist auf keinen Fall. Also da gibt es ganz, ganz tolle Zeichnungen, klar. Ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Entwurfszeichnungen für Möbel vom Mies van der Rohe. Ich jetzt gerade im aktuellen Katalog und es gibt auch schon mal, gerade die Zeichnung von Mies sind unheimlich schön. Also das ist schon, kann man schon stolz auf die kleinste Skizze sein. Und sowas haben wir auch in der Sammlung hier. Also ich habe keine Architekturzeichnung, ich habe nur Entwurfszeichnungen zu Lampen und zu Designgegenständen. Interessant ist noch, Porstmann hatte jahrelang Kontakt zu Ernst Neufert. Ich habe auch einige Briefe gefunden. Die tauschten sich aus zur Normenlehre. Neufert machte sein Bauding und Porstmann war zuständig für Ablagetechniken und sie haben sich generell über Normenfrage ausgetauscht. Also Porstmann hatte auch, übrigens auch Kontakte zu Albert Einstein, zu Max Planck und besonders zu Alfred Wegener. Ich habe diverse Briefe an Alfred Wegener im Nachlass gefunden, die ich heute alle später dann dem Wegener-Institut nach Bremerhaven gegeben habe. Porstmann war im Ersten Weltkrieg Meteorologe und hat sich über irgendwelche Ballonversuche mit Wegener ausgetauscht. Porstmann hat also, das muss man leider auch sagen, den bestmöglichen Angriffszeitpunkt auch herausfinden müssen als Meteorologe im Ersten Weltkrieg. Ja, Sie haben also vor allen Dingen Dokumente, weniger Architekturzeichnungen. Haben Sie Architekturzeichnungen? Ich persönlich habe keine Architekturzeichnung, aber ich präsentiere derzeit in der Gotha-Ausstellung Architekturzeichnungen. Das Interessante ist das morgige Datum. Am 4. Dezember 1926 ist, wie wir alle wissen, das Bauhausgebäude eröffnet worden. Und genau am 4. Dezember 1928, also auf den Tag genau 2 Jahre später, ist in Gotha ein großes, also in Gotha in unserer Heimatstadt in Thüringen, ein großes Kaufhaus eröffnet worden von einem Nicht-Bauhäusler. Es war ein ganz normaler Architekt, der sich aber innerhalb dieser 2 Jahre diesen Stil der neuen Moderne, der klassischen Moderne, dem Stil des neuen Bauens so angenommen hat, dass er also eine Ikone von, man sagt immer Bauhausarchitektur, aber wir wissen Architektur der klassischen Moderne, hingestellt hat. Also es ist ein großes Kaufhaus und der Berliner Fotograf Jean Molitor hat also dieses Kaufhaus dieses Jahr absolut toll in Szene gesetzt. Gibt es auch einen Kalender dazu. Und wir haben im Gothaer Stadtarchiv tatsächlich die letzten verbliebenen Nachlassteile dieses Gothaer Architekten aufgetrieben. Er ist leider ausgebombt worden. Familie kam da bei uns leben, 44. Und es sind nur ganz, ganz wenige Objekte, die erhalten geblieben sind. Und die werden dieses Jahr erstmalig zur Zeit in Gotha präsentiert. Gehören aber nicht mir, leider. Aber ich freue mich, dass ich es zeigen kann und dass ich es entdeckt habe. Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Sie können so schöne Geschichten über Ihre Objekte erzählen. Schreiben Sie sie auch auf? Das ist eigentlich an alle gerichtet. Also wie dokumentieren Sie, was Sie kaufen, was Sie erfahren, was Sie zeigen? Also es wird alles fotografiert, es wird alles beschrieben und manchmal schreibe ich auch einen kleinen Text zu einem Objekt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer Schreiber. Also so da tue ich mir ein bisschen schwer. Vielleicht kommt es noch. Ja, ich habe über jede Arbeit, die ich habe, also die gebrauchsgrafischen Arbeiten gehören nicht dazu, auch eine Karteikarte, da bin ich noch im 19. Jahrhundert. ich habe hunderte von Arbeiten, jede Arbeit hat eine Karteikarte.
Und da steht also ganz genau drauf, Künstler, Maße, Signierungen, Datierungen, Anmerkungen für Kataloge, erworben wann, bei wem, zu welchem Preis, alles steht da drauf. Und vor allen Dingen, Stichwort kam schon öfters, Provenienzen interessieren mich auch sehr. Ich habe durch manches hartnäckig Hinterfragen auch tolle Sachen rausgekriegt. Viele Arbeiten gehörten tatsächlich mal irgendwelche Nachkommen von Bauhäuslern. Das ist auch nicht so sehr verwunderlich. Aber das ist schön, wenn man das dann nochmal bestätigt bekommt oder es irgendwie noch über drei Ecken rauskriegt. Tja, ich bin da ein bisschen nachlässiger. Also ich habe auch eine Begründung dafür. Ich weiß zum Beispiel in unserem Haushalt tatsächlich nicht, wo irgendwo was steht. Aber bei jedem Sammlerobjekt, was ich besitze, kann ich ziemlich genau nach Jahren noch sagen, wann ich das bekommen habe, wie viel ich bezahlt habe, wo es herstammt, wie der Zustand war. Vielleicht müsste ich mir irgendwann mal die Mühe machen und müsste das auch mal aufschreiben. Aber das ist eben im Kopf drin, das ist eingebrannt. Ich möchte auch noch eine letzte Frage stellen, und zwar zum Sammlungsgegenstand. Das ist ja nun sehr 20, 30 Jahre zentriert, aber über die Biografien, also von Marianne Brandt oder anderen die Namen, die hier fielen, geht das ja zum Teil bis in die 70er Jahre rein. Das sammeln Sie natürlich auch. Sie haben ja zum Teil einige der Designer dann auch noch kennenlernen dürfen. Ist das bei allen der Fall? Also ich sammle sowas gar nicht. Bei mir geht es ganz streng, wenn der Student in diesem Jahr in das Bauhaus eintrat, dann interessieren mich Arbeiten davor gar nicht. Und wenn er drei Jahre später wieder austritt, die Arbeiten danach interessieren mich auch nicht. Also ich sammle nur die Arbeiten der Studierenden und der Lehrenden, nur die Zeit, die er am Bauhaus tätig war. Nur diese Zeit. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Fiedler? Nein, ich sage ja, wir sind ja auch nicht nur eine Galerie, die sich nur mit Bauhaus beschäftigt. Also ich kann mich auch für ein frühes Belegstück für das moderne Design aus dem 19. Jahrhundert interessieren. Genauso gut, wie ich ein italienisches Möbel aus den 70er Jahren auch schon mal kaufen würde oder tue. Also da bin ich ganz offen. Also da habe ich keinerlei Limit, außer, ich sag schon mal, es sollte nicht dekorativ sein, sondern es sollte schon einen ästhetischen Gehalt haben, der für die Designgeschichte relevant ist. Ja, und bei mir oder bei uns ist es einfach so, Bauhaus sammeln ist Bauhaus wohnen. Also ich gehe natürlich ehrfürchtig hier oben durch die Hallen und sehe die ganzen ganz toll präsentierten Objekte und denke, ach, das hängt bei uns im Treppenhaus, die Lampe, oder diese Kantemleuchte steht bei mir auf dem Arbeitsplatz, oder der Serviettenständer von Marianne Brandt, der steht täglich bei uns auf dem Tisch und wir nehmen da die Servietten raus, sitzen da auf zwei schönen Stahlrohrstühlen oder benutzen auch unter anderem die Syntrax-Kaffeemaschine, wenn mal Freunde da sind, weil die so einen höllischen Lärm macht, und kochen damit Kaffee. Also Bauhaus sammeln machen wir nicht, weil wir wahrscheinlich irgendwie uns einen Wert anschaffen wollen. Ich finde es als Gestalter wunderschön, was da gemacht worden ist. Ich kann es nachvollziehen, wie es gestaltet worden ist, und wir benutzen es einfach. Wir benutzen es jeden Tag und das macht Spaß. Ja, also ganz herzlichen Dank für dieses interessante, schöne Gespräch. Wir haben jetzt vielleicht noch 2-3 Minuten und möchten gerne noch ins Publikum fragen, wenn da Fragen bestehen. Da vorne. Dankeschön. Es ist sehr interessant von Ihnen zu hören. Meine Frage geht um, und es ist vielleicht hauptsächlich für Herr Friese. Es geht um die geistige Inhalt von, ich bin Sammler von Büchern und alte Bücher, die nicht mehr existieren, nicht mehr gedruckt sind, vergessen, und auch von Bauhäusler, auch Briefe, wie die Briefe, die Sie haben. Und meine Frage, die Inhalt ist für mich das Wichtigste, nicht Materialien. Und
Was ist Ihre Erfahrung von diesem Inhalt, von diesen Briefen, dieser Korrespondenz, dass es verlegt wird? Oder überhaupt, dass es ist vielleicht viel in diesem Zimmer mindestens gibt es viele Interesse von dem Inhalt von diesen Briefen, wenn nicht weltweit. Kommt das im Sinn oder? Also an diesen Briefen interessiert mich in erster Linie die Typografie, die Gestaltung des Briefbogens. Viele Briefe, die ich habe, das sind eher Zufallsfunde. Der Text selbst oder der Inhalt ist für mich erstmal zweitrangig. In vielen dieser Briefe geht es auch um Verkauf von Möbeln, von Gegenständen, die das Bauhaus produziert hat. Es geht aber auch um menschliche Bewertungen in Form von so halben Zeugnissen. Das ist auch nicht uninteressant. Ich habe also nicht vor, das irgendwo zu veröffentlichen. Ich leihe ab und zu mal einen Brief aus und dann wird es natürlich während der Ausstellung auch ein Thema dieser Ausstellung. Aber wie gesagt, der Inhalt ist für mich erstmal zweitrangig. Für mich ist die Gestaltung des Briefbogens, der sich immer wieder veränderte, von Anbeginn in Weimar noch ohne Normung bis zum Ende in Berlin. Die Formulare waren meist im DIN A5 oder im DIN A4 Format als nach der Einführung. Also viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich habe eine Frage an Frau Blüm. Sie haben ja eben die Herren gefragt, wegen all den Geschichten, die Sie auch da jetzt heute erzählt haben, und vielleicht auch an Herrn Töne. Wie steht es mit Oral History Projekten, wo man eben genau solche Geschichten auch aufnehmen könnte? Ist das was, was Sie in Ihren Archiven planen oder schon bereits machen? Ja, wenn wir die Geschichten wissen, dann schreiben wir sie natürlich auch in die Datenbank rein, aber wir haben keine Möglichkeit, das systematisch zu erforschen. Und ja, Oral History ist jetzt auch schon sehr schwierig geworden, was das Bauhaus betrifft. Da kann man natürlich noch die Enkel fragen, noch entfernte Verwandte. Also wichtig ist das jeden Fall, aber ein systematisches Projekt gibt's nicht. Also wir haben auch kein systematisches Projekt, aber bei anderen Projekten ist das für mich jetzt als Autor ein ganz wichtiges Mittel. Also ich hoffe, dass morgen oder übermorgen noch ein Buch erscheint, das zu unserer Thematik passt. Ich habe zusammen mit einer jungen Leipziger Kunst- oder Kulturwissenschaftlerin ein Buch geschrieben, die Geschichte unserer Sammlung von 1976 bis 1990, eigentlich von 1945 bis 1990, so weit muss man da eigentlich ausholen. Und da habe ich auch selber Feldforschung betrieben, indem ich also Zeitzeugen aus den 50er, 60er Jahren, die Zeit in den 50er, 60er Jahren erlebt haben, befragt, ganz gezielt und dann also auch verglichen. Und das macht eine Sache doch. Man muss das immer kritisch natürlich, wie jedes Dokument, und das vielleicht besonders überprüfen. Ja, es gibt ja so böse Sätze über Zeitzeugen, der Feind des Historikers, aber ich denke, das kann eine sehr große Bereicherung sein. Aber wir sammeln natürlich auch Audiodokumente und wir haben gerade welche geschenkt bekommen. Originalkassetten, die hat ein Journalist Anfang der 90er Jahre noch mit Bauhäuslern in Ost und West aufgenommen, stundenlang. Der hat das sehr professionell gemacht, daraus auch ein Feature gemacht. Und wir haben auch aus verschiedenen Quellen sind zu uns auch Audiokassetten gekommen, wo meistens im Familienkreis Bauhäusler und Bauhäuslerinnen von ihrer Zeit in den 20er, 30er Jahren erzählen. I have to ask the question in English.
My question is, I have two questions that because I'm from China and China had close relation with GDR, so I'm curious that if the works of Bauhaus in GDR have been revalued today in Germany. And the second question is, as I know that Marianne Brandt and Salman Samanagic, they arrived in China and organized the exhibitions. I saw some pictures, photos of Salman Samanagic of this Chinese exhibitions, but I haven't seen the photos of this exhibition by Marianne Brandt. I'm curious that did she take took any photos on this exhibition? Ich bin jetzt kein Sammler, aber ich kann dazu vielleicht abwarten. Also das Interesse an DDR-Architektur und Gestaltung ist natürlich sehr, sehr groß. Wir forschen auch dazu. Wir haben ja zum Teil auch Nachlässe, die damit zusammenhängen. Leider haben wir nicht die Nachlässe von Selma Nagic und Richard Paulik, die da ganz, also auch die chinesische Zeit von abdecken, vor allem bei Richard Paulik, der ja richtig lange Zeit in Shanghai vor allem sehr aktiv war. Da gibt es viele. Es gibt gerade eine kleine Ausstellung zu Richard Paulik, die in Berlin zu sehen ist, wo auch seine chinesische Zeit. Der große Forscher ist Eduard Kögel hier in Deutschland dazu zu diesem Thema. Zu der Ausstellung, die da Anfang der 52, 53, ich weiß nicht mehr genau, in Beijing stattfand, weiß ich nur, dass Texte gibt von Marianne Brandt, wo sie ganz begeistert davon sprach und dass sie auch ganz begeistert von der chinesischen Volkskunst war und zurückkam und wohl auch eine Sammlung von chinesischer Volkskunst mitgebracht hat, wo ich nicht weiß, wo die abgeblieben ist. Und sie selber auch angefangen hat, dann ihre eigene, also die Volkskunst Erzgebirge und so weiter, auch mit anderen Augen zu sehen. Und es gibt ganz bizarre Fotos von ihr, wo ein ganz wichtiger DDR-Bauhausforscher Heinz Hürdinar des Kitsches unverdächtig, mit ihr in einer Ecke sitzt, also wo Erzgebirgsche Nussknacker und andere Sachen dann also auch stehen. Also sie hat das ernst genommen und sich auch auf dieses weite Feld der Volkskunst begeben. Auch vielleicht weiß jemand hier besser Bescheid noch, wo diese Sammlung vielleicht abgeblieben ist. Ich weiß, dass diese Sammlung gab. Sie hat aus dem Pflegeheim heraus die Ehepaar Schulz gebeten, diese Sammlung, für diese Sammlung einen Käufer zu finden, und sollte nichts einzeln verkauft werden. Es sollte also nur geschlossen verkauft werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Schulzen das geschafft haben. Ich habe nur jetzt beim letzten Aufenthalt in Chemnitz gehört, dass da wohl in eine Familie etwas hat. Das ist aber, leider weiß ich da nicht mehr drüber. Ja. Also ich kann Ihre Frage auch nicht direkt beantworten, aber es bezieht sich ja auf die Zeit in den 50er Jahren. In der Literatur wird ständig geschrieben, Marianne Brandt zog sich dann in die innere Emigration zurück. Das stimmt so nicht. Seit unserer Ausstellung existiert, seit dem ersten Tag, kam eine ältere Dame auf mich zu in Gotha. Ich habe sie mittlerweile besucht, weil sie sagt, sie schläft in einem Schlafzimmer gestaltet von der Marie Brandt. So hat sie es gesagt. Ich bin also mit einer Gotha-Lokalredakteurin zu dieser Dame gegangen. Das ist also jetzt genau 2 Wochen her. Und die Frau schläft in dem Schlafzimmer seit 1960. Das gehörte ihren Schwiegereltern und die waren in Chemnitz befreundet mit der Marie aus dem Bauhaus. So hatte die das immer erzählt, die Marie aus dem Bauhaus. Also wir vermuten, dass es Marianne Brandt war, und ich habe mir das Design des Schlafzimmers angeschaut. Ich habe es auch fotografiert. Die Bilder dürfen wir jetzt noch nicht veröffentlichen. Es ist also feinste Tischler-Holzarbeit, Ahornholz, nur, also ganz matt, ich denke nur mit Bienenwachs poliert. Aber das Bett, diese Rückenlehne des Bettes, ist ungefähr so dick in Holz, also massiv gebaut und dann furniert, nach hinten gebogen und ganz scharf zur Wand hin abgeschnitten. Das hätte ein normaler Tischler nicht gemacht. Aber das ist so eine
eindeutige und tolle Formsprache, dass ich das der alten Dame glaube. Das Provenienzgeschichten waren wir eben. Ich forsche weiter. Okay. Ja, vielen Dank für Ihre vielen Inspirationen heute. Ich blicke aus einer etwas anderen Perspektive. Marina Wachs von der Hochschule Niederrhein. Ich bin Industrial Designerin und Professorin für Designtheorie und ich möchte Herrn Blechschmidt ermutigen, dass wenn wir, wie Herr Fiedler sagt, das kulturelle Erbe auch ernst nehmen, dass Sie diese Geschichten unbedingt aufschreiben, da es ansonsten ja auch wieder nicht nachweisbar ist am Ende. Und wenn ich mit Masterstudierenden und PhD-Studenten zusammenarbeite, dann geht es darum, dass wir eben gerade die Provenienz, Urheberrechte, all diese Dinge auch vermitteln und da müssen wir auf irgendwas zurückgreifen können. Und deswegen meine Frage oder auch Ermutigung, wie sieht es denn aus in der Digitalisierung, dass das entsprechend eben halt auch digital besser vernetzt zur Verfügung gestellt werden kann, gerade für eben halt auch designhistorische Forschung. Ja, da können. Danke, vielen Dank. Ja, ich werde es aufschreiben. Also, es ist tatsächlich schon was aufgeschrieben worden. Ein Katalog liegt hier. Da habe ich so die letzten Sachen aus Gotha, die 3 Jahre Marianne Brandt, in wenigen Zeilen nur zusammengefasst, aber mit vielen Bildern und vielen Originaldokumenten. Aber das, was Ihre Frage betrifft, geht in eine Richtung, die ich schon vor 10 Jahren aufgeschrieben habe, in dem Katalog Modern, aber nicht modisch, Bauhaus, Künstler und Gotha. Damals war noch Wolfgang Tümpel mit im Katalog erwähnt, er war aber nur 2 Wochen in Gotha. Ich habe damals einen Aufsatz geschrieben, der zählt heute eigentlich bei zumindest allen Auktionshäusern. Das weiß ich, weil der immer zitiert wird, der Katalog. Der heißt typisch Ruppel Ausrufezeichen, typisch Brandt Fragezeichen. Und dort habe ich schon vor 10 Jahren relativ genau beschrieben, wenn man Gotha-Objekte findet, kauft, in Auktionshäusern begutachtet, dann gibt es ganz wenige, aber typische kleine Merkmale an der Stempelung auf den Unterseiten, an kleinen Formbeispielen und wie gesagt, eine ganze Menge kleine typische Merkmale, dass man die Handschrift von Brandt anhand solcher Objekte erkennen kann. Und ich hatte vorhin die Eule hier hoch gezeigt. Seit der Zeit haben sich ganz viele Auktionshäuser und Galerien auch bemüht und zitieren diesen Gotha-Katalog, weil das, was da drin steht, das muss wahrscheinlich wahr sein. Und da freue ich mich natürlich. Ich werde von Quittenbaum fast jeden 2. Monat angefragt. Wir haben hier wieder was bekommen. Kann man es ihr zuschreiben oder nicht? Aber um Ihre Frage zu beantworten, natürlich müsste das viel, viel, viel intensiver in einer Art Forschungsarbeit gemacht werden. Aber Frau Blüm hat es gesagt, ich bin Industrieforumgestalter und was ich hier seit 10, 12 Jahren betreibe, ist Hobby. Also wenn ich jetzt eine Truppe von jungen Leuten hinter mir hätte und wir hätten vielleicht ein kleines Geldbudget und könnten die ganze Sache mal in den nächsten Jahren akribisch genau und wissenschaftlich genau untersuchen, das, ich bin noch nicht ganz im Rentenalter, aber das könnte ich mir vorstellen, das würde ich gerne absolvieren. Also wir haben natürlich alles digitalisiert, wir haben alles fotografiert, wir haben eine Datenbank, wo man alles findet, vom Ankaufsdatum bis zum Verkaufsdatum. Also die werden wir vielleicht mal irgendwann auch zur Verfügung stellen. Und wir haben vielleicht auch ca. 15 Kataloge gemacht, die unsere Sammlung dokumentiert haben. Also gibt es schon einiges. Ja, und Herr Frese hat die Karteikarte. Ich bin schon mehrfach ermahnt worden. Ich müsste auch was machen. Also neben den Karteikarten habe ich übrigens von Walter Porstmann übernommen. Das ist so seine Erfindung gewesen. Ja, Digitalisierung. Aber bei mir wird es richtig schwierig, weil ich habe ja wirklich viel Zeug und aber irgendwann muss man mal anfangen, ne? Damit. Vielleicht. Ja. Ist noch eine hier von mir hier? Vielleicht eine letzte Frage. Wir sind schon etwas über die Zeit. Vielleicht noch, also wir haben ja gerade über die Zugänglichkeit gesprochen, aber vielleicht, also so sehr ich Ihre Arbeit schätze und Sie eigentlich beneide als Sammler und eigentlich diese Welt, die Sie sich da allein schaffen können,
Also ich nehme den Sammler mal weg. Das ist eine faszinierende Kategorie. Kann man gar nichts Negatives dazu sagen. Aber wenn ich doch eine Kritik üben darf oder vielleicht Ihre Meinung dazu hören darf, für mich ist es eine Frage, wie Sammler wie Sie zum Werk der Protagonisten, die Sie sammeln, stehen. Inwiefern werden Dinge oder auch Informationen, Herr Frese, wenn Sie erwähnen, Sie interessiert eigentlich nur der Briefkopf, während vielleicht Forscher dort einige Sachen entdecken könnten, die unschätzbar wären. Und wenn es nur kleine Details sind, wie wir heute von dem wunderbaren Feininger-Vortrag gehört hätten. Also es ist natürlich dieses, was ich so das zweite Leben der Moderne nennen würde, also sozusagen nach dem Tod der eigentlichen Autoren. Was passiert, wenn wir das in die Hände der Trustees geben, der Sammler, der Familien? Und ja, inwiefern, Sie sagen zwar, Sie würden das, Sie möchten das zugänglich machen oder weitergeben, aber wir haben natürlich ein ganz, ganz großes Dunkelfeld hier, das immer bei den Sammlern liegt. Ich bin seit Mitte letzten Jahres bei sage und schreibe 13 Ausstellungen hier im deutschsprachigen Raum vertreten. Weitere Anfragen kommen. Ich werde aber wahrscheinlich nur noch bei ein, zwei mitmachen. Das ist wirklich reichlich Arbeit. Sie sehen, ich öffne meine Schränke, ich zeige das, was interessant ist und was irgendwie angefordert und erbeten wird. Das habe ich meist auch alles geliefert. Wahrscheinlich ist es auch nur ein ganz kleiner Teil, der jetzt dort in diesen Katalogen dokumentiert ist. Wie viel Prozent circa? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stücke ich habe, aber die größte, gut, ich habe manchmal so 250 Leihgaben schon gegeben, ja. Okay. Also 250, das ist so die Spitze jetzt in Mainz und in Grassi habe ich, glaube ich, 185 waren das. Ist auch nicht gerade wenig. Das macht einen Haufen Arbeit. Ich bin für die Legenden zuständig, es muss alles stimmen. Ne? Und die Absprache mit den Korrektoren und so weiter, das kennen Sie ja auch alles. Und vor allen Dingen, ich möchte diese Dinge möglichst so zurückhaben, wie ich sie hingeschickt habe. Naja, das kennt man auch. Ab und zu passiert mal was, ist auch alles versichert, aber was hilft's, wenn man es doch nicht ersetzen kann dann. Nee, aber im Großen und Ganzen habe ich mich auch dieser Aufgabe gestellt und natürlich gibt es daraus auch viele Gespräche und ich habe jetzt schon ein paar Anfragen von Museen, ob sie das nicht behalten können gleich. Das wäre doch die einfachste Sache. Also vielen Dank nochmal für die Frage, da habe ich... Als hätte ich auf diese Frage gewartet, vielleicht zum Abschluss. Wir befinden uns ja mit unserer Ausstellung in der Thüringer Provinz. Und Frau Blüm hat es am Anfang der Vorstellung gesagt, ich behaupte eigentlich, dass wir mit unserer Forschung in Gotha jetzt beweisen können, dass Marianne Brandt in Gotha mehr von ihr entworfene Objekte in die industrielle Serie, also industrielle Serie entspricht dem Grundgedanken von Walter Gropius, mehr in die industrielle Serie überführt hat als in der ganzen Weimarer und Dessauer Bauhauszeit zusammen. Und wenn man heute Literatur über Marianne Brandt liest, ist Gotha ungefähr eine Viertel bis halbe Seite und damit ist Gotha abgehakt. Und wir wollen hier eigentlich ein ganz kleines Stück Bauhausgeschichte neu schreiben und aus der Thüringer Provinz rauskommen. Und ich biete jedem Museum, die heute hier sind, international an, wer möchte, wir können das gern auch irgendwo in der Welt zeigen. Und ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Da stehe ich dazu.